Ja, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal so meine aktuelle Tabakempfehlung. Was rauche ich aktuell? Ihr werdet auf jeden Fall heute herausfinden, in Anführungsstrichen, was ich aktuell wirklich sehr viel pelze. Einige bzw. drei Sorten davon gibt es extremst rar. Also wer da noch was hat, der ist wirklich ein Glückspilz. Ihr könnt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare jetzt mal reintippeln, wenn ihr mir ein bisschen zuhört. Was habt ihr so für Tabakempfehlungen aktuell, ja? Der ein oder andere Tabak, da weiß ich, der wird safe unten drin stehen, den habe ich aber noch nicht getestet. Alles, was ich hier jetzt sage, ist relativ aktuell, schon immer ein Oldschooler oder einfach einer meiner Lieblingssorten, die ich gefühlt täglich weghauen kann. Ich würde sagen, wir fangen an, komm, wir hauen gleich das erste Brett raus und das hatten wir auch gestern bzw. vorgestern im Stream. Ganz kurz mal, Klammer auf, jeder Tabakhersteller hat ein Überbrett oder ein Aushängeschild, ja? Und für mich persönlich ist das bei Holster der Mr. John. Ja? Nicht wundern, warum, der, was hast du für eine 200 Gramm Dose? Das ist die 1 Kilo Dose und die ist ja so zu 60% schon leer. Aktuell fange ich wirklich wieder an, auf den Trip zu gehen. Holster, Mr. John und noch eine Minze dazu. Mr. John war im Stream so ein 50-50-Ding, ja. Der eine liebt den, der andere hasst den. Für mich persönlich ist Mr. John das Aushängeschild von Holster. Natürlich gibt es noch einen Bloody Punch und einen Great Mint und sowas, ja. Aber für mich persönlich ist Mr. John mit Abstand, wirklich mit absolutem Abstand. Die Sorte, wo ich sage, das ist so ein Brett, das bringst du nicht nochmal als Hersteller. Ja? Das bringst du nicht nochmal, sowas wie Mr. John, weil es ist keine Überkombo, wo du sagst, Alter, das gab es ja noch nie auf dem Markt. Irgendwie wird es schon gegeben haben. Aber die Zusammensetzung macht es bei Mr. John einfach so hart, so geil und so lecker, dass ich hier einfach sagen muss, wer Mr. John noch nicht probiert hat, Freunde, müsst ihr probieren. Was soll denn das überhaupt sein? Ich glaube, Zitrone, Ananas, Pfirsich, wenn mir nicht alles täuscht. Auf jeden Fall eine überleckere Kombination. So, dann ganz kurze Mini-Werbung an dieser Stelle, Freunde. Am 16.05. kommt die Stimulation Pro X 2 raus. Ich habe hier die wunderschöne Prime Pro X. Die Pro X 2, wer sie kennt oder wer sie nicht kennt, checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Pro X 2 kommt raus. Einfach nur ingenieurstechnisch eine Meisterleistung. Heute, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, wurden gestern die Farben der Bolts released. Petrolgrün. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Ihr könnt auch schon welche vorbestellen, beziehungsweise könnt ihr vorbestellen. Und vergesst nicht, mit dem Code Schmitty bekommt ihr ein exklusives 40 Euro Edelstahl Schlauchset. Kostenlos dazu. Wenn ihr den Code eingibt im Warenkorb, bekommt ihr das Set dort reingeschmissen und das Ganze wird genullt für euch. Das an dieser Stelle. Ja, Freunde, um so einen kleinen Faden hier zu haben, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt zwei Sorten, die bei mir schon immer gegangen sind und die auch weiterhin noch gehen werden, weil ich zum Glück noch vieles davon habe. Ich hoffe, der Raum ist nicht zu doll zugeknallt. Und zwar sind es zwei Sorten, die meiner Meinung nach unangefochten sind. Wir haben einmal Somo Blue Mint, der alte. Ich weiß nicht, wer von euch noch alten Somo hat. Somo Blue Mint, für mich persönlich gefühlt auch so ein Aushängeschild. Ja, jeder hat ja bei Somo, sage ich mal, jetzt andere Sorten, die er als Aushängeschild sieht. Und ich habe den Strong Orange, den ich auch hier gerade im Kopf drin habe. Strong Orange, für mich persönlich die beste Orange auf dem Markt, was ich in den letzten Jahren geraucht habe. Geht immer. Geile Orange, sehr, sehr ins Natürliche gehend. Und noch halt diese Strong, diese Minze dazu. Und beim Blue Mint brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Ja? Es gibt viele Blaubeer-Tabaksorten auf dem Markt. Für mich persönlich ist aber der Blue Mint der Blue Mint. So. Ich habe zum Glück noch die ein oder andere 5, 8, 12 Dosen jeweils. Hab mich noch mal ein bisschen eingedeckt, bevor Somo, ich sag mal, diese Produktion nicht mehr hatte. Wer das noch hat oder alte Somo-Sorten, schreibt mir gerne auch zu jedem Hersteller eure Sorte drunter oder ob ihr mir vielleicht auch zustimmt. Ja? Also Somo Strong Orange, Blue Mint, Kuss. Es gibt auch noch Secret of Babylon und David mit seinem Tasmania Eliptus und sowas. Gibt's viel, aber für mich persönlich Strong Orange könnte ich jeden Tag rauchen. Blue Mint könnte ich jeden Tag rauchen. Sehr, sehr lecker. So, Freunde, dann kommen wir zu, na komm, ich nehme erstmal eine Dose, Almasiva Bruderherz, aka die Drachenfrucht, die gefühlt gefehlt hat in der Szene. Ein Brett gewesen, als es damals rausgekommen ist, kannst du wunderbar mischen. Meiner Meinung nach überall mit rein, es sei denn, du rauchst Tannenzapfen, Vanille. Gut, da würde der das noch ein bisschen auffrischen, aber Bruderherz, also Drachenfrucht, entweder pur mit einer Minze oder einfach überall ein bisschen mit reinmischen, Digga. Gib dir noch so ein etwas, was du nicht kennst, aber die Drachenfrucht an sich ist so lecker, dass es eigentlich in jeder Mische mit rein kann. Dann bleiben wir bei Almasiva. Und zwar ist das relativ neuer, der Blaulicht. Das ist Beeren- und
Beerenmix, glaube ich, oder Blaubeer- und Beerenmix. Ist so ein kleiner Bruder zu dem Somo Blumint. Aber der Almasiva Blaulicht hat halt noch diese Beerennoten mit drin, die meiner Meinung nach hier mehr rausstechen. Und was auch, ich will nicht sagen, komplett ins Natürliche geht, aber du riechst auf jeden Fall raus, dass du hier wilde Beeren, sag ich mal, mit drin hast. Und das ist auch sehr angenehm. Zum Purrauchen geht der auch easy weg. Für mich natürlich immer eine gewisse Minze mit drin. Aber hier kannst du auch nichts falsch machen. Man müsste eigentlich mal testen, Blaulicht mit Bruderherz. Das könnte auch eine wilde Mische werden. Dann, Freunde, kommen wir zu meinem aktuellen oder zu meiner aktuellen Sucht, möchte ich mal sagen. Wir haben hier Darkside. Wir haben einmal Darkside Cali Grub, eine Grapefruit, die im Darkblend-Bereich, was ich jetzt so geraucht habe, seinesgleichen sucht. Eine leicht süßlich, spritzig, säuerliche Grapefruit-Note, die ich sehr viele Tage, jeden Tag geraucht habe. Natürlich immer mit Minze, muss ich dazu sagen. Hier in der Base-Variante, ich mache jetzt keinen Ultra-Unterschied zwischen Core und Base. Du kannst einen Base auch so bauen, dass er dich wegknallt, genau wie ein Core. Cali Grub, sehr, sehr geil. In Kombination rauche ich auch sehr gerne mit dem, der ist relativ aktuell, Darkside Lemon Blast. Originale Dose habe ich nicht mehr, weil das ist das Letzte, was ich hier vom Lemon Blast habe. Zitrone, Digga. Ne? Zitrone in dein Gesicht. Eine leicht herbe, säuerliche Zitronennote mit dem Dark Blend natürlich als Untergrund, sage ich mal, oder als Grundtabak. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Also wer Dark Blend raucht oder Darkside oder sowas, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, was eure Lieblingssorten sind. Darkside hat meiner Meinung nach sehr viel, aber ich wollte jetzt nicht hier so viele Sorten draufknallen. Das hätte ein bisschen überhand genommen. Lemon Blast, sehr nice, auch zum Purrauchen, kann ich zum Beispiel empfehlen, in der Kombination mit Cali Grub. Sehr, sehr nice sind so, ich sag mal so Zitrusfrüchte oder in Kombination das Ganze. Sehr, sehr nice. Und ich muss noch einen mit reinnehmen, da habe ich leider auch nur noch den großen Bruder, und zwar ist das Darkside Falling Star. Da haben wir hier Mango Maracuja, wenn mich alles täuscht. Falling Star, großer Bruder, der kleine Bruder, der so ein bisschen humpelt mit dem Bein dahinter, ja. MG Assi, beide sehr, sehr nice. Falling Star, muss ich jetzt am Ende des Tages auch sagen, ist schon noch ein bisschen geiler. MG Assi geht trotzdem immer noch klar. Aber Falling Star gibt dir noch so ein bisschen... Ja, gibt dir noch so ein bisschen mehr Liebe mit. Sehr, sehr geile Sorten. Also egal ob MG Assi oder Falling Star. Sehr, sehr nice. Rauche ich gefühlt auch täglich in der Kombination. Wir haben noch einen Adaya Black Cane Mint. Wird auch im April oder im Mai nicht kommen, Freunde. Ganz kurze Info für euch dazu. Türkei, Corona, Inzidenz, ultra hoch, dies, das, tralala. Also mit Adaya Black müssen wir noch ein bisschen warten. Ja? Da werden bestimmt auch die Fragen dann kommen, weil ich jetzt Cane Mint genannt habe. Das wird so schnell nicht wiederkommen. Ich habe noch ein, zwei Döschen, aber dann bin ich auch out of Cane Mint. So, ich habe zwar noch ein Tangier Star, was ganz nice ist, aber das dazu, Adaya Black allgemein, wird noch ein bisschen dauern. Da müssen wir uns leider gedulden. So, Ladies, dann haben wir zum Abschluss, wir nehmen den hier. Wir haben ein Aquamenta, Tropical Gava. Muss ich eigentlich nichts zu sagen. Ja, einmal Energy zum Mitnehmen. Eine, schwierig zu beschreiben. Du hast eine leichte Energy-Note, du hast was fruchtig, leicht herbes, bisschen süßliches dazu. Tropical Gava habe ich auch so oft auf Instagram und Co. gelesen. Kannst du dir eigentlich auch immer drücken. Hier bei Aquamenta muss ich auch dazu sagen, ich hätte jetzt noch 5 weitere dazu nehmen können. Ja? Das hätte aber auch den Rahmen gesprengt. Ich habe jetzt aber die genommen, die ich mir so, ich sag mal, relativ zügig immer reindrücke. Und dann haben wir ein ganz aktuelles Brett. Und das ist der Green Leo Limette von Aquamenta. Erst kürzlich vorgestellt, eine Limette von Daddy höchstpersönlich. Hier mache ich noch eine kleine Klammer auf. 7 Days Cold Lime. Cold Lime. Geht natürlich auch hier mit rein. Ja? Also ich sag mal auf Platz 1 und 1,5, also Platz 1 Green Leo und Platz 1,5 ist der von 7 Days. Beides meiner Meinung nach Limetten, die Liebe in deinen Mund packen und du dich einfach freust und denkst, Bruder, diese Limette ist vom anderen Stern. Gut, Freunde, dann soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich hier fürs Einschalten. Schreibt gerne in die Kommentare, was sind so eure Tabaksorten, die ihr aktuell so wegpelzt, wo ihr nicht von wegkommt, die ihr euch wirklich täglich reindödeln könnt. Und ja, hinterlasst gerne ein Däumchen noch nach oben und wir sehen uns am Sonntag wieder. Entweder kommt da eine Tabakvorstellung von was Neuem oder es kommen so meine aktuellen Top-Köpfe oder mit denen ich aktuell sehr, sehr viel rauche. Da habe ich mich in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel durchgetestet. Da habe ich doch so 3, 4, 5 Köpfe oder Funnel, sage ich mal, die ich jetzt so getestet habe, mit denen ich sehr gut klarkomme und die auf jeden Fall sehr, sehr nice sind. Aber das Sonntag oder nächste Woche Donnerstag, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ein Kuss geht an euch raus. Ich nehme noch einen Zug und bin draußen. Haut rein, euer Schmidt. Peace.